Lars Kubi, unser Kreisvorsitzender. Bitte, Lars. Glück auf Freiberg. Also vorgestellt hat mich der Mike schon, mein Name ist Lars Kubi, ich sage es trotzdem nochmal. Ich bin Mitglied des Sächsischen Landtages und dort stellvertretende Vorsitzende im Innenausschuss, also Inneres und Sport, und Mitglied im Ausschuss für Schule und Bildung. Ich begrüße erstmal so viele zahlreiche Gäste hier in Freiberg und bin darüber sehr erfreut, dass so viele erschienen sind und Mut zur Wahrheit zeigen und Mut dazu zeigen, dass sie für die AfD stehen. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ich will das auch nie... Ich will das auch nicht allzu sehr in die Länge ziehen. Ich bin ja hier nicht der Hauptredner. Ich bin hier nur der freundliche Mensch, der mal die Begrüßungsworte sagt, weil ich ja als Kreisvorsitzender ja ein bisschen zuständig bin. Aber eins möchte ich hier mal kurz erwähnen. Es ist eine Datenlage, die mir gestern zugegangen ist. Und zwar geht es darum, dass der Vergleich der Verdachtsfälle von Nebenwirkungen und Todesfällen durch Impfungen in Deutschland durchgeführt wurde. Wir haben vom Zeitraum 01.01.2000 bis 31.12.2020 in Deutschland außer Covid-19-Impfungen wurden 625.500.000 Impfungen durchgeführt. Bei diesen Impfungen gab es natürlich Nebenwirkungen, weil bei jedem Impfstoff gibt es irgendwelche Nebenwirkungen. Das betraf Gesamtnebenwirkungen, also auch die kleinen und die mittleren, die schweren, ungefähr 54.488 Nebenwirkungen. Bleibende Schäden hatten davon 917 Personen. Und durch diese ganzen Impfungen sind leider 456 Personen verstorben. Nun haben wir aber Covid-19-Impfungen. Und in dem Zeitraum vom 27.12.2020 bis 31.07.2021 wurden im Vergleich zu den anderen Zahlen nur 92.376.000 Impfungen durchgeführt. Dabei sind aber in Deutschland 1.225 Personen schon verstorben, 1.873 Personen haben bleibende Schäden und 131.671 Personen haben Nebenwirkungen erlitten. Das kann man alles nachlesen beim Paul-Ehrlich-Institut, bei der Website für Statistiker oder bei der Datenbank mit Verdachtsfällen von Impfkomplikationen. Also das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das sind Daten, die überall frei zugänglich sind und recherchierbar sind. Und deswegen muss ich hier sagen, wer die Einsicht hat, dass es eine medizinische Notwendigkeit gibt, sich impfen zu lassen, der soll bitte freiwillig sich impfen gehen. Wer aber drauf reinfällt, aufgrund einer Bratwurst sich impfen zu lassen oder zu sagen, ich möchte meine Freiheiten zurück, das ist Bequemlichkeit und er nimmt nur an einer Testimpfung dran teil, die wirklich noch nicht überprüft wurde. Bei den anderen 625 Millionen, die ich hier genannt hatte, die sind 10 Jahre getestet worden und trotzdem Nebenwirkungen passiert. Hier ist nichts getestet worden, wir sind die Testreihe, wir sind die Testversuchspersonen. Also wer sich aus Bequemlichkeit oder anderen Gründen testen lässt und nicht zur Einsicht aus der notwendigen medizinischen Einsicht heraus, der sollte es bitte unterlassen. Man kann auch ganz deutlich sehen, die Inzidenzen in Sachsen sind im Vergleich zu den anderen Bundesländern immer noch weit unten. Wir haben aber auch die geringste Impfquote. Und das bin ich eigentlich froh darüber, hier in Sachsen zu wohnen, und bin froh darüber, über jeden, der sich das genau überlegt, ob er sich impfen lässt oder nicht impfen lässt. Und eins noch, wer uns diese Impfung vorschreibt oder sagt, dass wir dadurch Solidarität üben und keine Haftung übernimmt, egal ob als Politiker oder als Hersteller, der ist eigentlich jemand, der uns wissentlich ins Verderben stürzen möchte. Und das ist hier alle Parteien außer der AfD, und die gehören am 26.09. abgewählt. 26.09. wählt AfD, wählt Caroline Bachmann. Ich bedanke mich, dass ich hier reden durfte, und übergebe das Wort wieder an Mike Monzek. Lars, vielen Dank.